Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum DayZ Origins Let's Play mit einem Rerun. Und ja, wir haben letztes Mal einen UAZ geklaut und haben einfach mal umgeladen in diesen MG Ford Transit und haben uns auf den Weg gemacht zu unserem Gebiet, wo wir bauen wollen. Und das ist hier über Chernobyl und jetzt werden wir auch direkt runtergehen nach Chernobyl. Denn das ist unser Ziel, jetzt erstmal ein bisschen was zu finden für das Haus, dass wir das aufbauen können. Und ja, vielleicht im späteren Verlauf sogar direkt eine Garage bauen können. Aber da müssen wir mal schauen, ob wir es hinkriegen. Was Dauert. brauchen wir jetzt dann eigentlich, also um ein Haus zu bauen? Wir brauchen natürlich als erstes mal Plan. einen Zementmischer, einen Plan, genau. Ja. Dann brauchen wir Holz und Steine für dieses Fundament. Dann brauchen wir noch Reinforcement Material, was ich ja vorhin erwähnt hatte, und den Bag of Zement. Das Problem ist, wir können noch gar nichts bauen, denn wir sind beides noch weder Hero noch Bandit. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein paar Sachen sammeln, werden dann in unserem Auto zwischenlagern und werden dann erstmal auf Jagd gehen. Mit was für ein Auto wir es machen, werden wir dann sehen. Denn wir haben ja eigentlich noch Reifen übrig. Bedeutet, wir könnten Wir auch haben die noch vier Reifen. Reifen, wir können ein komplettes Auto. Guck Genau, mal, ist ein deswegen. Hase. Außerdem gehen wir hier gerade in die Stadt, in der relativ viel Industrial Loot drinnen ist. Da könnten ja auch nochmal Reifen drin sein. Und sollten wir ja hier ein Auto finden, was man ja verschrotten kann, würden wir das nehmen und nach Sabina zum Beispiel wieder zurückfahren. Um da Leute zu töten. Denn, wie wir ja im letzten Part gesehen haben, sind die wieder zurückgekommen zu ihrer Leiche und haben nach dem UAZ gefragt. Aber nein, das waren wir nicht. Wir haben den nicht geklaut. Und hier unten die Dishka steht leider nicht da. Schade. Was wir zum Beispiel aber auch machen könnten, wäre, wir warten, bis die ins Labor reingehen und gehen dann auch hinterher rein. Na, da müsste man zwar echt campen und ich glaube, das wäre nicht so interessant für die Zuschauer. Wiederum nicht, ja, aber wenn wir es ganz zufällig so mitbekommen, dass die irgendwie da unten rumballern. Weil ich denke, Sabina ist eine ganz gute Anlaufstelle, In die Fire Station rein. um Energie zu haben. Hier hinten, Taxi-Auto fehlen vier Reifen. Hier liegt nochmal eine AK. Da kannst du ja liegen lassen und nur so 74 mitnehmen. Cobra. Ne, ne, ich hab das Magazin mitgenommen. Also bald kann ich hier ein Massaker begehen. Also ich habe so viele Magazine für meine Waffe. Hier ist noch ein Moosberg. Mossberg, wie auch immer. Ja, Shotgun ist nicht so mein Favorit hier in Ja, DayZ. nochmal eine Mossberg. Ja, ich mag die auch nicht, ehrlich gesagt. Aber Ne Mossberg selber ist gar nicht so schlimm, aber ich der weiß nicht, sie mag ich nicht. in DayZ ist es halt ja so ein zweischneidiges Schwert. Ja, immerhin ein Magazin gefunden in der Fire Slash. Hier sind so viele Hast du das Eggs drin. Taxi schon durchsucht, oder? Ja, da ist nichts drin, da fehlen vier Reifen. Das könnten wir zum Beispiel benutzen, da könnten wir das da rumstehen lassen. Meine Police Station. Ja, ich habe hier ein Bag of Cement gefunden, schon mal den ersten, sehr gut. Und ein Zementmesser, nehme ich alles direkt mit. Dass wir, sobald wir halt Bandit 1 werden, das Haus bauen können. Dafür müssen wir halt noch ein bisschen was sparen und es nennt sich nämlich dann Blueprint. Hier ist noch eine Frag Grenade und ein Thunder Magazin. Ja, nehmen die beiden Sachen mit. Ehrlich sagen, normalerweise erschieße ich Spieler, die eine Granate mitnehmen, weil ich denke mal, du kennst Granaten in DayZ. Ja, klar. Nur ich werf sie verdammt gerne. Hab nicht gesagt, dass ich sie nicht gerne werfe oder so, aber naja. Diese Dinger sind halt echt unberechenbar und vor allem schmeißt das Ding mal, wenn ein Baum in der Nähe ist. Die Dinger prallen an irgendeinem Blatt ab oder so und liegen auf einmal vor deinem Fuß. Ja, deswegen wirft man die ja auch nicht im Wald. Zombies. Fuel Tank Parts gefunden. Immerhin. Hier ist noch eine AKM. Macht ja eigentlich auch mehr Schaden als eine AK. Macht mehr Schaden, aber ist dafür halt lauter. Das stimmt auch wieder, ja. Um einiges lauter. Ich meine, die AK, also gerade die Cobra, die ich habe, oder die PSO,
Die macht zwar nicht One-Hit, außer man schießt halt auf den Kopf. Allerdings bin ich halt die Spiel genauer, weil die hatte eben das Visier. Ich glaube, ich habe hier gerade eine M9 SD gefunden, aber kein Magazin. Und noch ein Berg auf Zement. Und scheinbar war hier schon jemand, um ehrlich zu sein, hier unten. Denn sonst wären hier die Hangar nicht offen. Ja, ich habe gerade geballert, also ich muss die Zombies abballern, sonst komme ich ja nicht raus. Wie viel schluckt denn der? Ein Large Garage, schade. Ich dachte, das wären Bandit Level 1 Blueprint. Wenn du den findest, sowieso, weißt du ja, mitnehmen brauchen wir. Ich wundere es gerade, dass die Zombies so viel Schüsse brauchen. Wo ich eigentlich auf den Kopf schieße. Verwundert mich gerade. Okay. Oder ist noch ein Reifen? Bohren die Zombies einfach her. Mit den ein. Ich werde, denke ich mal, das Taxi dann gleich reparieren. Mit den Sachen, die ich hier so random finde. Die ich nicht fürs Haus bauen brauche. Hier liegt noch eine G17, allerdings will ich die erstmal nicht mitnehmen. Na, ich finde G17 besser als alle anderen sekundären Waffen, um ehrlich zu sein. Also ich kann sie im Rucksack mitnehmen, habe ich noch genug Platz. Nee, da ist ja nur ein Magazin dabei und da schieße ich halt lieber mit dem Makarov. Achso, ja. Aber mit der Pistole baller ich eigentlich eh, also ich blick gerade die Zombies nicht. Er tötet nicht zu viel, ne? Ja, ich weiß, sonst werde ich gleich wieder Hero. Das wollen wir leider nicht. Weil eigentlich Hero müsste ja eigentlich echt das einfache sein von den beiden. Ist es ja auch, das ist das einfachste von beiden. Weil du einfach nur hingehen musst, in eine Zombie-Kolonne reinspringen und bist du Hero. Gerade dunkel? Nicht, dass ich wüsste. Hier ist noch so ein Code-Dings. Code-Lock. Ja, den brauchen wir vorerst nicht. Kannst ihn halt trotzdem mitnehmen oder ins Auto reinlegen. Ja, das finden wir eigentlich oft genug, also. Naja, das Problem ist, wenn wir es brauchen, dann finden wir es nicht. Das ist ja meistens so. Sicherheit. Dann bist du gerade in irgendeinem Gebäude drin? Ich bin gerade in Industrial unten drin, ja. Also in den, in diesen ganzen, unten, in diesen Containern. Okay. Ja, ich guck gerade neben der Fire Station, ist ja auch noch so ein Baugebiet, also so eine Baustelle. Ich guck dort mal. Ich hab gerade ein Scrap Metal gefunden, das, was ich ins, unseren. Hier ist nochmal eine Toolbox, ich nehme die mal im Rucksack mit. Ja, okay, klar. Falls wir irgendwie mal sterben sollten, oder? Ich verstehe am ehesten nicht, wie da plötzlich immer so viele Sektor B-Leute sterben. Mich wundert aber eher die Distanz. Jetzt gerade waren es ja 150 Meter oder so. Woche war er kurz in der Meldung mit 200 Meter, 278. Ja, das sind NPCs, das musst du bedenken. Ja, schon, aber allgemein. Auf die Reichweite, dass die halt so genau schießen. Ja. Vor allem, es sind schon drei Leute von denen gestorben. Ich meine, sind das für eine Gruppe? Sehr gute Frage, auf die... Also ich meine, die haben keinen Clan-Tag oder so, aber... Ja, aber es sind relativ viele auf dem Server drauf, also... Oh, stimmt. Das sollte es eigentlich gar nicht so schwierig sein, jemanden zu finden zum Töten. Obwohl wir bisher noch gar keinen gesehen haben. Also wirklich... natürlich die beiden, die gestorben sind, aber... Da haben wir auch nur die Leiche von ihnen gesehen. Ich hab gehofft, dass irgendwie im Supermarkt ein paar Bag of Zement drin wären, aber... Naja, wenigstens Bandagen, zwei Stück. Wo bist du gerade drin? Nee, ich renne gerade Richtung Hafen. Da sind ja diese Industriegebäude. Ja, da war ich gerade, bin ich gerade durchgelaufen. Sehr gut, dass du da nochmal durchläufst. Oder? Ja, klar, aber es ist ja gut, dass du nochmal durchläufst, weil
Da war nicht alles gespawnt und ich habe auch ein paar Sachen mitgenommen. Okay. Die sollten alles wieder nachgespawnt Ja. sein. Du hast schon mal gemeint, auf diesen Silos kommt man eventuell diese Spraycans. Genau. Soll ich mal kurz Da. nachgucken? Naja, die sind schon sehr verbuggt, also. Ich sag mal so, die Spraycans können wir Also. später immer noch holen, also. Ja, ich meinte das allgemein, also. Könnte man ja eigentlich. Auf dieses Schiff da kann man ja nicht drauf, oder? Nee. Schade. Meine Batterien Hier müssen ist wir auch was. mit. Blueprint. Große Garage. Ach ja, die habe ich liegen gelassen. Hast du das Code Lock eigentlich mitgenommen? Nee. Reforcing Material mitnehmen. Ja, auf jeden Fall mitnehmen. Brauchen wir zwei Stück von für ein Haus. Also für die Wie groß ist denn Grundbasis. das? Viel Platz. Blueprint, Hero Level 1, schade. Aber ich nehme es einfach mal mit, weil es. Naja, ich glaube nicht, dass wir beide so schnell beendet werden. Mal so, ich hoffe es, aber ich denke es nicht. Na gut, es kriegt immer nur einer den Kill. Hier ist noch Glas, soll ich das mal mitnehmen? Ja, klar, Glas brauchen wir für unser Auto zu reparieren. Oh, jetzt so also langsam, aber echt knapp mit dem Platz bei mir. Ja, wir müssen auch. Ich müsste auch nicht gleich mal zurück. Das Glas will ich noch mitnehmen. Trink und ess einfach mal was. Noch genug dabei. Hinten wird noch ein ATV stehen, aber wir wissen ja, was mit ATVs passiert, die über eine Brücke drüber wollen. Leider. Ich mag ATVs eigentlich, gerade wenn man alleine spielt und Es ist einfach ein super Fahrzeug, das ist einfach so. ja. Heli. Schön Heli. Das ist ein Spieler-Heli. Hier hinten fliegt nämlich kein Heli rum. Keine NPCs. Car Wheel, Enchanting Tool. Der ist recht tief geflogen, aber ich glaube, der fliegt von der Insel weg. Das hat sich auch angehört. Aber ich höre ihn gar nicht mehr. Den noch ganz schwach, aber der fliegt halt, ja. Aber den Reifen nehme ich jetzt noch nicht mit, ich meine, wir haben noch vier. Wenn du kannst und noch nicht ganz so voll bist, nimm ihn mit und dann kannst du ihn direkt ans Taxi ranbauen. Leider bin ich komplett voll. Hätte ich den ja mitgenommen. Noch mal Enchanting Tomb. Ja, das brauchen wir immerhin ja auch für unseren. Hier ist noch eine AK gespawnt mit einem Munition-Ding. Das brauchen wir auch für den Hausbau, ein Enchanting-Tool. Ich habe hier einen Berg auf Zement gefunden. Mitnehmen. Wie viel Platz braucht das? Zwei. Ei. Bären. Ich könnte eigentlich mal ein bisschen. Das brauche ich auf jeden Fall nicht mehr. Bau mal ein paar Reifen dran. Also ich habe glaube ich sowieso nur einen gefunden. Auch zwei und nicht drei. Hab ich doch gesagt gehabt, zwei. Ich habe drei verstanden, was er. Hier ist noch ein Zementmischer. Dort ganz hinten rechts ist noch mehr Reinforcing Material und auch Scrap Metal. Würde am liebsten Okay. beides mitnehmen, aber ich habe absolut keinen Ja, Platz das mehr. Scrap Metal ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil ich habe jetzt eins schon verbraten ins Taxi. Und eins hebe ich jetzt mal kurz auf für den Pickup oben. Aber das Reinforcing wäre jetzt sehr wichtig.
Ich guck mal, dass ich es hinbekomme. Und wenn du halt das Scrap Metal oder so wegwerfst, ist halt. Habe ich ja noch gar nicht aufgenommen. Ich meine, ich dachte, du hast alles mitgenommen schon gehabt vorher. Nee. Ja, von ist noch eine Engine gespawnt, die kann ich auch direkt eigentlich einbauen in den ins Taxi. In den Taxi. In den Taxi. Und einen Reifen gespawnt. Doch, sollte eigentlich reichen für Also Panzer. das Ja. Fuel kann ich mitnehmen. Sehr gut. Web Metal braucht zwei, oder? Ne, drei. Aber das ist auch nicht so wichtig, also. Ja. Lohnt sich jetzt auch nicht. Also ich komme nochmal wieder hoch. Ja. Aber ich habe jetzt zwei Material, einen Sack auf so einen Zementsack. Also eigentlich könnten wir jetzt dann schon losgehen und das Fundament bauen, hätten wir den Status als Bandit. Und halt ein Wahrscheinlich noch den Blueprint. Plan dann, oder? Genau, und den Blueprint bräuchten wir halt auch noch. War schon im Supermarkt drin dort, oder? Naja, da war nichts Gescheites drinnen. Da können aber übrigens auch Zementsäcke drin spawnen, also. Ja, die haben wir ja schon gesehen. Vorhin, als wir ein paar drin waren. Hätte dann mal auf so ein Silo drauf. So, zwei Reifen sind repariert. Ah, die Frage ist, wo ich jetzt hingehe. Auf einem Silo liegt noch ein Sack Zement, auf dem anderen Ja. liegt noch der Blueprint. Ja, Auf beim dem Blueprint anderen würde ist ein sich. Zombie mit einer Axt in der Hand, nein, ein Hammer in der Hand. Ja, beim Blueprint würde es sich lohnen, nachzugucken, was das für einer ist. Der Sack Zement ist es nicht unbedingt wert, nochmal hochzuklettern. Ja gut, das Problem beim Blueprint wäre halt, ich habe keinen Platz mehr. Na, Braucht nur eins, oder? ja, es braucht nur einen Platz. Da könntest du Oder irgendwas kann ich kurz was wegwerfen. essen oder trinken, ja. Genau. Wieder Sektor B. Von Game Master. Das ist ja einfallsreich, der Name. Nicht. Vor allem Using Weapon, nichts. Hat ihn einfach angeguckt und er ist umgekippt. Es kann mal passieren im Endeffekt, dass man angeschossen wird. Man einfach nur Ja. halt ohnmächtig wird und dann nach knapp 15 Minuten dann verblutet. Und dann, ja, es hat man keinen Also das Kill-Todescount Blueprint ist nochmal mehr. eine Garage, also wir könnten schon zwei Garagen bauen. Eine Small und eine Big. Eine Big. Large. Okay, das dann lohnt sich nicht. Für den Large Garage bräuchten wir erstmal ein Level 2 Haus. Regeln unklar oder Anregungen? Dann fragt. Questions? Lustiges Pferd at freenet.de. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist keine seriöse Mail. Lustiges Pferd. Oh Mann. Ich glaube, ich habe schon mal gefragt, auf das Schiff kann man ja drauf, aber das spawnt nichts, oder? Genau, das hast du schon mal gefragt. Schade. Da war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich schon gefragt habe, aber ich denke schon. Kann nur hoffen, dass hier verdammt nochmal ein Blueprint spawnen und zwar am Bandit Level 1. Weil danach wäre es ja eigentlich egal, ob wir sterben. Also auf dem einen liegen hier noch zwei Stunax und zwei G36 Magazine. Ja, lohnt sich halt auch nicht. Obwohl es dann halt schon wichtig ist für mich, aber. Zwei AKM Magazine. Aus wie Essen. Sind schon wieder ein paar Flamer im Chat drin. Ja, der provoziert sie aber auch richtig. Mein GSA, die haben hier einige, also 3, 4, Ach 5. so, ja. Ja, 5 Leute, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe.
Naja, der hilft die Anzahl von den Leuten sowieso so wie gar nichts. Ja, Auf aber es ist Resi. halt so, wenn du siehst, dass du jemanden von denen umgenutzt hast, dann kannst du halt schon mal davon ausgehen, dass der nicht allein unterwegs war. Oder halt andere eben auf dem Weg zu dir sind. Ja, das stimmt. Weil ich meine, wenn die jetzt eben so wie wir bei dem CS sitzen, sagen wir mal, hier wären noch 4 Leute. Wenn wir jetzt gerade irgendwie in der Stadt wären, einer wird abgeknallt, dann heißt es, wo warst du, und dann wird Ja, klar. nachgeschaut. Also. Deswegen haben wir früher ehrlich gesagt die Klartext benutzt auch. Na, ich bin jetzt bei Clantech ja auch nicht, also. Meine, nach einer Zeit wissen zwar also ein paar Spieler, wer mit wem zusammen spielt oder so. Aber ich bin halt Klartext, also es ist nicht schlecht, aber hat aber auch große Nachteile. Ja. Wo bist du jetzt ungefähr? Ich bin gerade bei dem Baukran, bei der Firestation wieder. Okay, weil ich bin auch gleich. Da ist jetzt Taxi. Hast du noch einen Reifen jetzt gehabt? Ich hab keinen Reifen, ne. Ja, lass mal kurz gucken, wie viel Fuel da noch drinnen ist. Komplett leer. Also ganz, ganz bisschen ist noch drin. Ja, lohnt sich ja nicht. Okay, jetzt zwei Räder braucht das Ding auf jeden Fall. Und der Rest, ja, dann können wir damit wegfahren. Okay, geht klar. Also hoch zu unserem Auto. Sachen reinlegen. Den Und Reifen mitnehmen, A2. zwei Reifen, ne? Zwei Reifen Den mitnehmen. Kanister mitnehmen, also Genau, den Fuel Can. Jerrycan. Und dann können wir das Ding aufrüsten und damit los nach Sabina. Ich weiß nicht, also ich denke mal die Sniper nehme ich, also die mit dem PSO wie sie nehme ich nicht, mit der AK. Oder? Lohnt sich eigentlich nicht so. Mir ist es egal, du musst halt wissen, mit was du spielen kannst. Mit beiden, so ist ja nicht. Aber ich nehme die einfach mal mit. Kann mich einfach auf ein Haus draufsetzen und dann mal gucken. Da kann er nicht schaden. Weil eigentlich muss ja nur einer von uns Hero oder Bandit werden erstmal. Genau. Am besten halt beide, wie ich schon gesagt habe. Ja, es kann ja sein sogar, dass wenn wir die beiden da vorne treffen, die in Sabina waren, dann gibt es ja gut möglich, dass ich einen davon töte, du einen davon tötest. Na gut, wir könnten ja theoretisch sagen, da und da steht was. Übliche Taktik und dann mal gucken, wer nachschaut. Ja. Es ist, glaube ich, so ein zweischneidiges Schwert wieder mal. Da man halt nie weiß, ja, ob die jetzt wirklich da hingehen würden. Und ob die halt davor irgendwo was absuchen. Viele Leute wissen ja, dass es sowas eine Falle sein kann und gehen dann aber vorerst mal auf Nummer sicher und laufen nochmal das Gebiet ab. Ja, Und das stimmt auch. wenn sie dich dann finden, dann bist du am Arsch. Ja, das Problem bei so vielen Leuten auf dem Server ist auch immer die Sache, du weißt halt nicht, wer alles in der Nähe ist. Und wer Genau. halt eben sich dann eventuell doch auf den Weg macht, oder sich angesprochen fühlt. Weil ich meine, was wir häufig auch gemacht haben, muss ich ehrlich zugeben, wenn jemand sowas geschrieben hat im Chat. Beispielsweise da und da in Elektro vor der Fire Station, war ein sehr beliebter Platz natürlich. Steht ein Heli, ein Auto, irgend sowas. Ja, was hat man natürlich gemacht? Sitzt auf dem Sniperhügel mit der Ghillie-Suit, mit der Sniper und Ja, wartet, wer vorbeikommt. genau. So. Die beiden Zement auf Berg auf Zement kann man reinlegen. Zementmischer, Code Lock. Und obwohl, nee, das Whitestone Gleis und Scrap Metal lasse ich mal draußen. Aber benutze es direkt mal hier an dem. An unserem tollen Auto. Und der Buddy. Sehr gut. Soll ich mal das Glas bei dem reparieren oder nicht? Ja, genau. Hauptsache halt die aber roten aber nur, ne? Also. Ja, es ist alles rot bei dem. Außer Naja. Glas 8. Ich mach mal eins, das müsste eigentlich das vordere sein, oder? Bei dem sind nur zwei Gläser kaputt.
Bis Glas 2 und Glas 5. Glas 1 aber auch. Ne, Glas 1 habe ich gerade repariert. Aktualisiert sich ja nicht. Nee. Wird mir immer noch angezeigt. Mach einfach 2. Tatsache. Ah ja, jetzt. Hat ein bisschen gedauert. Ich würde sagen, wir lassen das ganze Zeug jetzt einfach mal da. Ich werde mal noch ein Trinken mitnehmen. Dann haben wir keins mehr. Die Painkiller nehme ich mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt los. Ach, Big Jerry Can. Ja, aber die ist leer. Vergessen, muss man noch auffüllen. Ja, können wir ja machen. Was du Wieso ist brauchst. die eigentlich leer? Ach so, ja, stimmt. Ich habe ja das Audio auch noch gefunden. Kannst vergessen. Ja, Warte mit kurz, ob dem ich alles Fuel. dabei habe. Moment. Ich habe eine Big Jerrycan dabei und 2 Reifen. Rein theoretisch können wir das Fuel, was derzeit noch drinnen ist, benutzen, um schon mal an die Tankstelle ranfahren zu können, zumindest so nah wie möglich. Könnte man. Bist du schon losgerannt oder? Ich bin schon so gut wie beim Taxi, ja. Ja gut. Allerdings wird es Also auch so wieder gut wie. Nacht, so wie es aussieht. Ist ja kein Problem eigentlich. Auch kein Problem mit, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Weil ich so einen Abend ehrlich gesagt auch echt mag, weil die Bäume und Waldrand und sowas wird echt dunkel. Kann man sich einigermaßen gut verstecken. Genau. Und würde ich direkt gesehen. Und es ist auch nicht zu dunkel, um irgendwie was zu erkennen, also. Naja, später, wenn es dann halt wirklich richtig dunkel ist. Wir können nur hoffen, dass hier eine Mitternacht ist. Oder was halt Vollmond halt. Weil dann sieht man wenigstens noch ein bisschen was. Aber es gibt ja manche Daisy-Nächte, da sieht man wirklich gar nichts mehr. Noch nicht mal ich mit Ja, das stimmt meinem leider. komischen Bildschirm da, der so eine Ehrlich hohe gesagt, ich bin Auflösung auch hat. nicht. Ich würde nur sehr, sehr, sehr ungern mit der Taschenlampe rumrennen. Weil wer nachts mit der Taschenlampe rumrennt, also normalerweise werden die Lichter einfach ausgeknipst. Meisten Spielern. Was wir einmal hatten, Fahrzeuge haben ja auch Licht, das man an- und ausmachen kann. Und es gab damals auf dem Server eine Gruppe, die echt, echt gut spielen konnten. Die hatten auch richtig viel, also ein richtig großes Lager, richtig krasses Zeug drin auch. Und wir haben die nachts auf einem, in der Nähe von einem Feld erwischt mit dem Motorrad und einem ATV. Und sind dann auch, also gerade aus der Entfernung mit der DMR, mit dem Night Vision, 2 umgelegt und dann kamen noch ein paar andere von hinten. Aber wir haben sie halt echt nur, also nur erkannt wegen dem dummen Licht. Das ist aber sehr heftig, verrät einer doch schon ziemlich. Was man sonst auch sehr gerne gemacht hat früher, diese, kennt schon bestimmt diese Flares. Ja, klar. Sobald es irgendwie dunkel ist, sowas, die Dinger schmeißen, die sind so hell, die erleuchten sogar teilweise im Gebäude irgendwas. Allerdings ist halt immer die Sache, er könnte ein Spiel in der Nähe sein. Wenn man sowas sieht. Wo bist du ungefähr? Weil ich sehe dich gerade nicht. Am Taxi. Ach, da. Ja, Bist du im steig ein. Taxi? Ja. Oh, bin drin. Also ich muss sagen, ich mag den Totenkopf vorne drauf. Das Ding wäre eigentlich ziemlich geil. Auch ich, was ich gar ziemlich geil finde, ist die schwarze Version davon. Aber die wir vorhin gesehen haben. Aber die ist einfach auf Straße, wenn du gut schnell. Tut es Nur. eigentlich weh, Oh Autofahren Gott. gerade so? Oh Gott. Ja, Glückwunsch, sprittet alle. Was ist? Würde sagen, ob es Autofahren, so wie du gerade fährst, weh tut, weil das Lenkrad geht durch deine beiden Beine durch. Ach, was? Das ist Das ist schon übelst angeboren. Daisy halt. Guck mal im Supermarkt, vielleicht ist schon wieder was Neues drin. Ich hoffe mal, dass was gespawnt ist.
Hör mal das Auto. Oh ja, hier ist ordentlich was gespawnt. Hier so ein Camping-Tent. Ferngläser. Ab wie viel Uhr ist nochmal dunkel in Daisy? 10? Also 22 Uhr? Boah, keine Ahnung. Aua, ja, danke, jetzt gut, Digga, dem. Aus dem Helis. Bist du jetzt im Auto, oder? Ja, ich kann mal in den Supermarkt rein. Ich muss mich ganz kurz verbinden. Hab mich gerade gehauen, als ich schon im Auto drin saß. Es ist auch schon ziemlich dunkel geworden jetzt gerade eben. Einfach nur zack, dunkel. Es ist 9 Uhr. Irgendwo so um 10 wird es dann komplett dunkel sein oder so. Na, wahrscheinlich. So ist jetzt drinnen. Obwohl, ich könnte eigentlich nochmal die Big Jerrycan auffüllen. Wir sind halt um 22.15 Uhr, ne? Ja, yep. Also wir haben jetzt noch 1 Stunde 15. Glaube ich, also ich weiß jetzt nicht, ob Inge in die Original, also die Echtzeit ist. Yep, ungefähr. Ja, ungefähr ein paar Minuten. Minutenunterschied oder so. Na. Achso, warte, ich bin als Fahrrad dran? Ja. So, ich guck's jetzt. Aus Versehen aus Reflex draufgeklickt.